Moin zusammen und willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute wird unser Ritter sich endlich mal bewegen dürfen. Ja, ist vielleicht ein Zufall, dass diese Folge hier Folge Nummer 69 ist, zumindest in meiner Nummerierung, aber er darf sich heute bewegen. Und jetzt denkt bitte nichts Falsches ab. Ich weiß, das ist Kindergartenhumor oder ein bisschen danach, aber egal. Okay, was wir als erstes machen ist, wir löschen den Sprite wieder. Was? Warum? Nein, ist nicht so schlimm. Und zwar gibt es hier eine super geile Funktion, nämlich Sprite Actions Extract Sprites. Und was das für euch macht ist, es macht genau alles automatisch. Denn wir können dadurch, jetzt müssen wir ranzoomen natürlich, wir können damit automatisch sagen, hey, schau mal hier, 4 Sprites drin. Teil bitte da, wo durchsichtig ist, teil das ganze Ding auf und mach mir daraus einfach 4 Sprites, dann erkennt das Ganze automatisch, hier, fangen wir doch mal an, das ist vermutlich eine Animation und wir fangen einfach mal an, hier die Sprites zu extrahieren. Und das ist auch wirklich alles, was ihr hier wollt, das ist im Endeffekt der ganze Prozess automatisiert. Ihr könnt hier sogar einstellen, wie der Name genannt wird. Ihr könnt hier zum Beispiel sagen, das Ding heißt Idle oder Knight, Idle, Kingehütte, okay, Knight. So, Knight, Idle und dann hier hinten dran diese 0 bedeutet, das ist die Sprite-Nummer. Das heißt, der hier nennt sich 0, der hier nennt sich 1, 2 und 3. Und das sollte man auch immer so behalten, dass man irgendwie die Namen bei 0 anfangen lässt. Man kann hier auch woanders anfangen zu benennen, aber das eher dann, wenn man hier schon vorher eine Animation machen wollte und die kommen hinten dran. Das sollte man immer so im Kopf behalten. So, Outline Color, das ist nur für euch hier, damit ihr sehen könnt. Das ist jetzt sozusagen, hier ist die Grenze. Viewport Texture hint, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Wir klicken jetzt hier auf Extract und dann bekommen wir hier, oh wow, ist das groß. Wir bekommen hier 4 Sprites und das sind sozusagen unsere ganzen Animationen. Jetzt können wir hier reingehen und können uns das Ganze angucken. Wir sehen hier alles perfekt. Die Source Region sagt uns, welcher Sprite das ganze Ding ist. Und hier haben wir die Kollision, hier haben wir Edit Render Geometry oder Render Geometry. Brauchen wir aber alles nichts machen. Das ist alles vollautomatisch für uns passiert. Und ja, das ist auch wirklich alles. Und jetzt wollen wir ein Flipbook generieren. Jetzt möchte ich, dass ihr euch vorstellt, ihr habt ein Buch in der Hand. Ein wirkliches Buch, ja. Das mag jetzt zwar komisch klingen, aber das gab es früher mal. Und wenn ihr da durchblättert und an der rechten unteren Seite zum Beispiel irgendwas gezeichnet habt, so Bild für Bild, ja, dann sah das aus, als würde zum Beispiel irgendjemand was machen. Das kennt ihr vielleicht, das nennt sich Flipbook. Und genau das machen wir. Wir blättern sozusagen ein Buch unendlich oft durch. Und wenn wir hinten sind, fangen wir wieder vorne an. Genau, und ja, das machen wir mit diesen 4 Bildern. Das heißt, diese 4 Bilder sind das Einzige, was in diesem Büchle drin ist. Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir markieren alle 4 und dann createn wir ein Flipbook. Das macht auch das Flipbook komplett vollautomatisch für euch. Also es erstellt das Flipbook automatisch für euch. Und ja, jetzt haben wir hier schon die Animation, sieht ein bisschen krass aus, also ein bisschen, naja, ein bisschen arg schnell vielleicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal vollständig erstellt. Und jetzt sehen wir hier, okay, wir haben hier die 4 Bilder drin. Wir konnten hier jetzt sagen, okay, wir haben hier Bild 1, Bild 2 und Bild 3 und so weiter. Und das ist auch wirklich schon alles. Wir können hier unter den Keyframes nachgucken, was hier eigentlich alles drin steht. Hier sehen wir, also wir können natürlich auch weitere Keyframes mit dem Plus hier einfügen, falls wir im Nachhinein noch weitere Animationen haben wollen. Hier sehen wir dann, das ist Sprite, das ist der Sprite, der hier animiert wird. Das ist Bild 0. Logischerweise ist das dann auch Sprite Idle 0. Bei Bild 1 ist dann Sprite Idle 1 drin und so weiter und so fort. Und wir können das Ganze natürlich auch noch editieren, wenn wir es länger haben wollen. Also für das hier zum Beispiel für 5 Bilder oder ja, für 5 Bilder haben wollen, die anderen eben kürzer, können wir das natürlich einfach per Drag and Drop hier auf dieses Ding ziehen, auf diese senkrechte Linie hier am Ende des Bildes, können wir da einfach per Drag and Drop größer ziehen, müssen wir aber alles nicht machen, ist alles perfekt für uns. Da will ich euch nur kurz zeigen, was da eben oder was man da eben machen kann. Wir sagen jetzt hier allerdings, 5 Bilder pro Sekunde ist alles, was wir brauchen. Dann atmet er vielleicht nicht ganz so schwer. Wobei, machen wir 7 draus. Ich meine, er muss ja schon arbeiten hier, dass er auch was leisten kann und so. Genau. Und hier oben könnt ihr übrigens auch noch ein weiteres Keyframe einfügen, wenn ihr es braucht. Aber braucht man in dem Fall jetzt absolut nicht. Das Ding ist super perfekt für uns. Und wir haben unsere erste Animation erstellt. Und wenn wir jetzt den uns hier angucken, sehen wir auch, wie der aussieht. Der hat so ein bisschen Schluck auf, so, kommt zumindest so rüber. Aber egal,
Ja, passt eigentlich super gut für uns. Wenn ihr jetzt natürlich noch Einzelheiten ändern wollt, dann müsstet ihr die Sprites separat ein bisschen verziehen oder sowas, damit eben er sich nicht so nach vorne bewegt die ganze Zeit. Aber das sollte eigentlich immer so automatisch passen. Ansonsten sucht euch einen anderen Sprite oder bearbeitet den. Und ja, genau dasselbe machen wir jetzt hier mit der Nightwalk-Animation. Ich möchte, dass ihr mich jetzt kurz pausiert und das Ganze mal selber macht. Und ich werde es jetzt nochmal mit euch durchgehen. Das heißt, zuerst Sprite Actions, Extract Sprites, das macht die Sprites für euch vollautomatisch. Und wir wollen hier natürlich wieder den richtigen Namen wählen. Das heißt, wir sagen hier Night Walk und dann 0. Extract. Dauert ein bisschen. So, jetzt haben wir hier schon ein paar mehr Animationen, wie wir hier sehen können. Aber das macht auch in unserem Fall überhaupt nichts, denn wir können hier einfach alle markieren. Create Flipbook. Früher musste man das übrigens noch von Hand machen, deswegen, ja, bisschen aufwendiger. So, jetzt haben wir hier die Night Walk Animation und wir sehen, der läuft auch wieder ein bisschen schneller. Also stellen wir das hier einfach auf 10 runter. So, und ich glaube, das passt eigentlich ganz gut soweit. Ja, finde ich gut. Ja doch, das passt so. Und ja, jetzt haben wir unsere zweite Animation fertig. Das heißt, wir haben hier eine Laufanimation und eine Idle-Animation. Ich ziehe die jetzt einfach mal hier rein und mache die mal etwas größer, damit wir auch was sehen können. Wunderbar, und wir haben unseren Ritter. Also logischerweise soll der jetzt hier nicht die ganze Zeit auf der Stelle laufen. Das kommt dann noch über den Player-Blueprint. Aber für den Moment ist das alles, was wir hier machen wollen und alles, was wir erreichen wollen. Im Idle-Zustand sieht der Kerl so aus. Macht da einfach nichts, außer ein bisschen Schluck auf. Und der ist ein bisschen größer geraten. Sieht so aus, als wäre er mega aggro, würde gleich irgendwas angreifen wollen. Aber okay, ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Und das war es eigentlich auch schon. Das Ganze ist super simpel und das Einzige, was ihr braucht, sind Sprites. Und Sprites findet ihr zuhauf wirklich im Internet, die ihr sogar verwenden könnt. Einfach kostenlos, weil es Leuten Spaß macht, anderen was zu geben, was sie dann einfach wieder verwenden können. Genauso wie es mir Spaß macht. Und euch macht es hoffentlich Spaß, dieses Video zu gucken. Falls ja, wow, mega Überleitung. Falls ja, dann lasst mir ein Like da. Ansonsten lasst mir natürlich immer euer Feedback da. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.